Winkelsätze. SSS, Seite, Seite, Seite. WSW, Winkel, Seite, Winkel. SWS, Seite, Winkel, Seite. WWW, Winkel, Winkel, Winkel gibt's nicht, denn wenn keine Größe gegeben ist, gibt's unendlich viele Möglichkeiten, ein Dreieck zu konstruieren. Als erstes erkläre ich euch, wie man ein Dreieck mit den drei Angaben Seite, Seite, Seite konstruiert. Hier sind die gegebenen Längen für die Seiten kleines a, kleines b und kleines c. Eine Planfigur zu zeichnen ist immer wichtig. Jetzt zeichnen wir die Seite C von 7 cm. Danach nehmen wir unseren Zirkel und setzen ihn ans Geodreieck an. Wir stellen den Zirkel auf 6 cm wie die Seite kleines b. Nun setzen wir den Zirkel bei Punkt großes B an und zeichnen einen kleinen Bogen. Danach setzen wir wieder den Zirkel an das Geodreieck und stellen die Seite kleines a, also 5 cm ein. Jetzt setzen wir den Zirkel bei Punkt a an und machen wieder einen halben Kreis. Wie ihr sehen könnt, seht ihr, dass sich die halben Kreise kreuzen. An der Stelle, wo sich die halben Kreise kreuzen, verbindet ihr die Seiten miteinander. So habt ihr ein Dreieck. Und vergesst nicht, das Dreieck zu beschriften. Nun zeichnen wir ein Dreieck unter den Angaben Seite, Winkel, Seite. Klein b ist 8 cm lang. Der Winkel Alpha ist 50 Grad groß. Und klein c ist 10 cm lang. Die Planfigur darf natürlich auch nicht fehlen. Jetzt werden wir das Dreieck zeichnen. Zuerst zeichnen wir klein c, die 10 cm, weil c unten ist. Danach legen wir das Geodreieck an das linke Ende von c mit der 0 an. Dann markieren wir die 50 mit einem Punkt. Dann legen wir die 2 vom Geodreieck an das linke Ende von C und verbinden das Geodreieck mit dem Punkt, den wir markiert haben, mit einem Strich, der bis zur 6 geht, also zu den 6 cm. Dann ist noch was offen und verbinden einfach die beiden Enden und fertig ist das Dreieck. Beschriften machen wir auch noch. Als letztes hört ihr von mir die Technik WSW, bei der ein Winkel, eine Seite und noch ein Winkel gegeben sind. Bei mir sind es der Winkel Alpha, 80 Grad, die Seite C mit 7 cm und der Winkel Beta mit 30 Grad. Und die Planfigur. Und so geht ihr vor. Als erstes zeichnet ihr die Strecke C mit 7 cm, dann den Winkel Alpha, markiert euch den Punkt 80 und macht dann eine kleine Strecke, man weiß ja noch nicht, wie lang die Strecke wird, zum 80 Grad. Als nächstes macht ihr am Ende der 7 cm den Winkel B mit 30 cm, markiert euch wieder den Punkt und dann zieht ihr die beiden Strecken so lang, bis sie sich kreuzen und dann ist das Dreieck auch schon fertig konstruiert. Am Ende, wie immer, noch beschriften, dann sieht es auch richtig gut aus. Ein Film von Jem, Paul und Mathis.